Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen beim neuen Energy Update für Berufung, Erfüllung und Erfolg mit dem, was dir am Herzen liegt, mit deiner wahren Berufung, mit deinem Seelenbusiness. Hey, schön, dass du wieder hier bist. Und heute sprechen wir mal über deine Wünsche. Und dieser Podcast ist perfekt für dich, wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, was deine Wünsche sind. Vor allen Dingen nicht, was deine Wünsche im Kontext zu deinem Business sind. Vielleicht planst du gerade oder wünschst dir, ein Business zu starten, möchtest dich selbstständig machen, ein eigenes Business gründen, aber du weißt nicht so genau, was denn deins ist, was deine Wünsche wirklich sind mit deinem Business. Okay, lass uns mal darüber sprechen. Und ich kann dir jetzt schon mal verraten, du kennst deine Wünsche. Und eigentlich gibt es einen kleinen Trick in Anführungsstrich, in dem du relativ schnell erkennst, was deine wahren Wünsche sind. Bist du bereit dazu? Okay, dann lass uns darüber sprechen. Herzlich willkommen, du wundervolle Seele, zu deinem Lieblingspodcast für Berufung und Business. Hier erhältst du deine tägliche Dosis High-Energy-Inspiration, wie du ein erfülltes, erfolgreiches und seelengeführtes Business manifestierst. Also, let's do it. Jump in und Inspiration on. Lass mich dir eine kleine Geschichte von einer Kundin erzählen. Und zwar einer Kundin, die irgendwann, ja, ich würde sagen, fast verzweifelt in die Soulbiz Journey gekommen ist. Und ihr ganzer Fokus war im Grunde auf zwei Sachen. Zum einen, ich will mich selbstständig machen, aber ich weiß nicht mit was. Und sie ist ständig zwischen diesen Extremen sozusagen hin und her gependelt. Ich will unbedingt mich selbstständig machen und ich sehe sie noch vor mir und diese, ja, diese Schmerz, den sie eigentlich letztendlich auch ausstrahlt, denn ich weiß nicht mit was, aber ich weiß, ich will mich selbstständig machen. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Und wir sind da ein bisschen eingestiegen und ich habe sie gefragt, was will sie denn nicht? Ja? Und wieder hat sie im Prinzip geantwortet, ich weiß aber nicht, was ich will. Habe ich zu ihr gesagt, ich habe dich nicht gefragt, was, ob du das nicht weißt oder nicht weißt, sondern ich habe dich danach gefragt, was du nicht willst. Und in dem Moment hat sie so, ja, wie so eine Stopptaste gedrückt. Und hat dann ein bisschen zögerlich angefangen zu erzählen, ja, ich habe keine Lust mehr auf dieses morgens früh aufstehen und ich muss immer durch den Verkehr fahren und das dauert ewig und ich habe da gar keinen Bock und oft ist auch Stau und ja, dazu habe ich keine Lust mehr und ich will irgendwie, ja, ich will dieses Ganze, dass mir irgendjemand sagt, was ich machen soll. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Diese ganzen Meetings, ich kann mich noch erinnern, sie ist ganz schön auf diese Meetings eingestiegen, dass sie da überhaupt keinen Bock mehr hat und sie hat auch keinen Bock mehr, dass ihr irgendjemand sagt, was sie zu tun hat, weil sie irgendwie das Gefühl hat, dass sie, ja, dass das falsch ist, was da gemacht wird. Und sie hat erzählt und hat sich da regelrecht da hineingesteigert. Und ich habe ihr freien Lauf sozusagen gelassen. Ich habe ihr den Raum geöffnet, dass sie alles mal rauslässt und alles mal bewusst auch wahrnimmt, was sie eigentlich nicht will. Und genau da sind wir schon am Punkt. Die meisten Menschen wissen zwar, was sie nicht wollen, aber sehen das nicht im Kontext mit der Wunscherfüllung. Und da wird es jetzt richtig spannend. Sie wusste schon, was sie nicht will. Aber wie gesagt, sie hat hier den Bogen nicht gespannt zu ihrem Manifestationsprozess, also dazu, dass sie ihr Business manifestiert. Und was meine ich hier? Indem du Bewusstheit hast, was du nicht willst, das Leben dir sozusagen dir auf dem silbernen Tablett ständig serviert, was du eigentlich nicht willst, ruft das Leben dir zu, deine Seele ruft dir zu, du bist nicht auf deinem Weg. Deswegen willst du das nicht. Und deswegen zeigt sich das auch. So, und die meisten machen aber hier dann einen Stopp und sagen, ich will das nicht, ich will das nicht, ich habe keinen Bock, am Montagmorgen aufzustehen und dann irgendwie schon wieder arbeiten zu gehen, hoffentlich ist bald Wochenende und auch dieser blöde, mein Chef, der ist total nervig und dann die paar Piepen, die ich bekomme und so weiter. Und steigern sich da rein und bleiben aber dabei, bleiben in dieser Energie. Und was bedeutet das? Sie manifestieren mehr davon. Und ich kenne Menschen, die machen dieses Spiel schon seit Jahrzehnten. Ja? Meckern sie eigentlich, dass sie das, was sie beruflich machen wollen, nicht machen wollen. Also das, was sie beruflich machen, nicht machen wollen. Und
anstatt die Einladung des Universums, das wirklich immer lauter ruft. Ja, es ruft immer lauter. Am Anfang ist es so dieses, oh, ich habe keinen Bock irgendwie auch Montag. Ach, es wäre schön, wenn das Wochenende länger wäre. Und dann wird es vielleicht immer schlimmer. Und dann ist es schon so, dass du am Montag denkst, hoffentlich ist bald Wochenende oder hoffentlich ist bald der Urlaub. Und es wird immer schlimmer. Und dann kommt vielleicht die ein oder andere Krankheit dazu. Vielleicht auch mal so ein Burnout oder wo du einfach total K.O. bist. Du bist kraftlos und so weiter. Und das Universum ruft und ruft und ruft und ruft und ruft und sagt, hey, du bist nicht auf deinem Weg. Und du machst weiter. Du sagst, oh, es ist so schlimm, es ist so schlimm und gibst dich noch mehr da rein. Und anstatt nochmal zu sagen, okay, Moment, ich will das nicht. Und das ist doch das Zeichen, mir Gedanken darüber zu machen oder ein Bewusstsein zu erlangen, was ich eigentlich will. Denn es ist wie so ein schöner Kontrast im Prinzip. Und wo dir eigentlich aufzeigt, okay, das willst du nicht. Also, was willst du wirklich? Denn nämlich hinter diesem, das will ich nicht, ist ja der Wegweiser. Aber nicht das Stoppschild, dass du sagst, okay, ich höre hier auf. Ich will das nicht, ich bleib dabei. Nein, es ist der Wegweiser zu erkunden, was du wirklich willst. Und dir einfach mal die Frage zu stellen, mal einfach zu schauen, so wie ich es bei meiner Kundin gemacht habe. Und ich habe sie dann gefragt, okay, das willst du alles nicht. Aber was, wenn alles möglich wäre, Klammer auf, was es ja ist, Klammer zu. Wie hättest du es denn gerne? Und dann einfach mal diesen Raum zu öffnen und völlig ohne Bewertung einfach mal wahrzunehmen und da hineinzugehen. Was willst du anstattdessen? Du willst morgens nicht um 6 Uhr aufstehen? Okay, was willst du anstattdessen? Vielleicht willst du so lange schlafen, wie du es gerne hättest. Vielleicht willst du ja auch freiwillig um 6 aufstehen, aber freiwillig, vielleicht geht es um Freiwilligkeit, vielleicht geht es um die Freiheit, aufstehen zu können und zu wollen, wann du es willst. Oder die Freiheit zu haben, wie ich zum Beispiel, ich mache gerne nachmittags, meditiere ich gerne in der Sonne. Das ist sehr häufig, gerade im Frühling mache ich das sehr oft, weil da die Sonne so schön reinscheint und ich kann das so richtig eintauchen. Tja, und öfter passiert es auch, dass ich dann dabei einfach mal ein bisschen wegdöse. Und weißt du was? Es ist nicht schlimm. Ich kann das machen. Ich habe Zeit. Das habe ich mir aber so erschaffen. Weil für mich klar war, ich will nicht, dass irgendjemand über meinen Tagesablauf bestimmt. Und meine Kundin wollte das übrigens auch nicht. Das heißt, sie will frei sein in ihrer Zeitgestaltung. Dann kamen noch mehrere Punkte dazu. Sie will, was auch ein Riesenthema für sie war, was sie auch gesagt hat, so, sie hat keinen Bock mehr, dass sie so wenig verdient. Also auch das Gefühl, dass sie nicht weiterkommt, dass da immer so ein Deckel ist, ja. Und egal was sie macht und egal wie sie sich anstrengt und egal was für tolle Ideen sie bringt, sie hat immer so diesen Deckel. Und das hat sie schon, wie gesagt, schon ein paar Jahre gemacht. Und dazu hat sie einfach keinen Bock mehr, weil sie einfach sieht und hört und auch Möglichkeiten gibt, dass sie einfach viel mehr verdient. Und sie spürt es auch. Also einfach auch da die Möglichkeit, mehr zu verdienen und auch zum Beispiel sich zu erlauben, und da sind wir so ein bisschen in den Lifestyle hineingegangen, wie sie leben will und so weiter. Und im Grunde ist auch herausgekommen, dass sie so, ja, so dieses Thema sich einfach mal öffnet dafür, für wirklich mal 5-stellig und 6-stellig zu verdienen und einzunehmen. Und das hat so, das war zum einen, war das so ein bisschen erschreckend für sie, aber es war auch so öffnend. Ja, so dieses, wow, ja, das ist auch möglich. Ja, es ist auch für mich möglich. Ja, ich will das. Also einfach diesen Wunsch auch mal wirklich zu äußern. Aber dafür musst du einfach mal wirklich wahrnehmen, was in deinem Leben ist, was du nicht willst. Nochmal, sie sind der direkte Wegweiser in das, was du willst. Wenn du es nicht als Stoppschild mehr verwendest, wenn du dir die Fragen stellst, was will ich anstattdessen? Wenn alles möglich ist, was will ich anstattdessen? Wie will ich es haben? Und je mehr du dir erlaubst, dann deine Wünsche offen zu legen, weil es ist ja nichts anderes. Es ist ja nicht so, dass du dir diese Wünsche von irgendwo herholst, sondern sie sind ja da. Du hast sie bloß zugeschüttet mit dem ganzen Müll, den du dir erzählt hast. Und diesen ganzen Bullshit-Stories, dass es nicht möglich ist oder dass es nicht geht. Und diese Bullshit-Stories sind meistens noch nicht mal deine Bullshit-Stories. Ja, aber du hast einfach zugelassen, dass du nicht dich selbst nicht mehr wahrnimmst. Und wenn du aber diesen Raum öffnest, durch diesen Kontrast,
Ich glaube, Esther und Jerry Hicks haben das auch so schön mit diesem, gerade zum Thema Wunscherfüllung und diesem Kontrast, ne, was das eigentlich bedeutet. Aber ich möchte das hier auch nochmal so ganz klar in diesem auch beruflichen Kontext, also gerade wenn du auch ein Business jetzt starten willst, ist es perfekt, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach zu schauen, okay, alles, was du nicht willst, ist ein Wegweiser zu deinen wahren Wünschen. Und damit du deine Wünsche manifestierst. Es ist die Einladung. Nochmal, das, was du nicht willst, wo du sagst, das ist so Mist in meinem Leben, ich habe gar keinen Bock zu meinem Kontostand, zu meinem täglichen Arbeiten, was auch immer es ist. Ich habe keinen Bock. Und das Universum sagt gleichzeitig, ja bitte, deswegen zeige ich es dir doch, dass du endlich beginnst, das zu drehen. Dass du endlich beginnst, dir klarzumachen, was du wirklich willst. Ja, und das ist, weil viele deuten das wirklich falsch. Viele sehen einfach ihr Leben und denken, das ist so. Das ist halt so. Und ich habe zwar keinen Bock da drauf, aber es ist so. Und wenn du mal verstanden hast, dass das, was du nicht willst, nur eine Einladung ist, um deine Wünsche zu manifestieren, das ist für mich also schon allein ein riesengroßer Mindset-Shift. Denn dann verstehst du, es gibt eigentlich nur zum einen entweder Wunscherfüllung oder Wegweiser zur Wunscherfüllung und keine wirklichen Probleme oder Herausforderungen. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich finde, diese Botschaft ist so großartig, wenn du das mal wirklich verstanden hast und inhaliert hast sozusagen. Was für ein Geschenk, oder? Was für ein Geschenk, das zu erkennen. Und dann sich in diese Wünsche wirklich sich da hinein zu begeben und sich zu fragen, okay, was will ich wirklich? Wie will ich es wirklich haben, wenn alles möglich ist? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mein Business gestalten? Wie möchte ich wirken? Mit wem möchte ich wirken? Wo möchte ich wirken? Was genau möchte ich bewirken? Ja? Und dann einfach da hineinzugehen und es öffnet so viel und macht so große Räume. Allein schon wahrscheinlich, wenn du hier zuhörst, öffnet es Räume. Gib dich dem hin. Sieh es nicht als, ach, das wäre schön und meine jetzige Situation. Nochmal, deine jetzige Situation hast du dir nur erschaffen, um zu erkennen, was du nicht willst, damit du erkennst, was du wirklich willst, damit du dir deine Wünsche manifestieren kannst. Und das, ich sag's nochmal, du bist mitten im Manifestationsprozess. Dieser Podcast knüpft so ein bisschen an den gestrigen Podcast an. Hör dir den auch gerne an, der passt nämlich super noch auch dazu. Und wenn du dann Klarheit immer mehr, also sozusagen immer mehr diesen Raum öffnest für deine Wünsche und spürst und fühlst, auch wie das meine Kundin gemacht hat, das war so schön zu sehen und auch, weißt du, was richtig fantastisch, richtig geil war, dieses einfach ihr Leuchten. Ich sehe sie jetzt noch vor mir, am Anfang so dieses Verkniffene, Verbissene, ich will das nicht, ich hab keinen Bock und ich weiß es nicht, was es ist und so weiter und dann dieses, ah, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Und eigentlich ist es da schon, energetisch hat sich schon aufgehellt, ja, einfach weil sie es rausgelassen hat. Und dann der nächste Schritt, als sie erzählt hat, was sie wirklich will, diesen Raum aufgemacht hat, du hast regelrecht ihr Strahlen gesehen und ihr Energiefeld, dass sich das, wie, ja, das hat sich regelrecht ausgedehnt. Und genau das ist es. Wenn wir nicht uns selbst leben, sind wir energetisch, wie machen wir uns klein, klein, klitze, 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 klein. Aber wenn wir uns erlauben, immer mehr uns wahrzunehmen, was wir wirklich wollen, dann beginnen wir uns auszudehnen. Und dann ist natürlich auch vieles einfacher. Das heißt, allein, dass du dir bewusst machst, was du wirklich willst, schafft ja schon diesen Raum, diesen Manifestationsraum. Ja, du machst es dir klar und erlaube dir dann auch zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn du das lebst, wenn du deine Wünsche lebst. Und das, da bist du schon komplett mitten im Manifestationsprozess. Ja, und zum Manifestationsprozess habe ich hier auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht, wie du das dann komplett manifestieren kannst. Aber heute ist mir einfach wichtig, dich einzuladen, dir wirklich mal Gedanken darüber zu machen, was du nicht willst, also wahrzunehmen, was du nicht willst, was in deinem Leben ist, was dir nicht gefällt und dich einfach genau dazu zu fragen, was willst du anstattdessen, wenn alles möglich ist, wie willst du es wirklich haben? Und dann merkst und dann beginnst du, wie gesagt, deinen Manifestationsprozess so richtig in Schwung zu bringen. Okay. Das war's für heute. Das war das Energy Update für heute. Wenn du hier tiefer einsteigen möchtest, vielleicht ist ja tatsächlich, wenn du sagst, genau dieses Thema ist mein Thema. Ich möchte ein erfülltes und erfolgreiches, großartiges Seelenbusiness starten, das wirklich meinem Seelenplan entspricht.
Dann lade ich dich in die Soulbiz Journey ein. Wir starten demnächst in die nächste Runde und manifestieren gemeinsam, jeder für sich, das eigene Seelenbusiness, und zwar in einem Feld von Gleichgesinnten. Kannst du dir vorstellen, wie großartig das ist, wie inspirierend das ist, welchen Raum das aufmacht? Ach, ich freue mich schon so auf die nächste Runde. Es ist immer so großartig, wenn ja, wenn so eine neue Gruppe zusammenkommt und neue Ideen ins Feld bringt und ich Teil davon sein darf. Mein Gott, ich feiere das so sehr. Und wie gesagt, vielleicht bist du ja auch mit am Start. So, und wenn du aber schon ein Business hast und sagst, ah ja, das ist schon, ich hab schon Klarheit darüber und ich bin schon gestartet oder ja, jetzt bin ich dabei. Aber ich habe so dieses auf und ab mit, ja, mit meiner Energie, mit meiner Selbstliebe, mit meinem Selbstwert, mit meinen Einnahmen, mit meinen Kunden, mit meinem Marketing. Also du bist noch nicht so in dieser Expansion, du lebst dich noch nicht so, du lebst noch nicht die geilste Version von dir und deinem Business. Dann ist die Soulbiz Lounge, dein tägliches Seelenbusiness-Gym, perfekt für dich. Alle Infos findest du unten drunter verlinkt. Genau. Und was soll ich sagen? Eine Sache noch. Hey, heute ist der aller geilste Tag ever, denn du manifestierst ihn. Also, hau rein. Und wie hat dir dieser Podcast gefallen? Hat er dich inspiriert? Hat er dir geholfen? Ich bin echt neugierig und freue mich riesig über dein Feedback, auf deinen Goldnugget aus dieser Folge und ganz besonders auf deine Bewertung dieses Podcasts. Denn durch dein Feedback inspirierst du nicht nur mich, sondern ganz, ganz, ganz viel mehr Menschen, um erfüllt und erfolgreich ihre Berufung zu leben. Ist das nicht großartig? Ich denke, dafür lohnt es sich ganz besonders, oder? So, mehr Infos zu den aktuellen Angeboten aus der Berufungs- und Seelenbusiness-Lounge, der größten Online-Akademie zu Berufung und Seelenbusiness, findest du auf unserer Seite unter heidimariewillmann.de/aktuelles.